Jetzt kommt die Gruppe Nummer 40, Comparsa Chamanes. Und sie symbolisiert die Industrialisierung des Verlangens nach einer Idee der Künstlerin Nubia Ramirez. Und es gibt einen Tempel der Eitelkeit und der multipliziert die Selbstliebe. Was man auf jeden Fall sagen kann, das sind auf jeden Fall Kandidaten für die besten Kostüme. Weil die mögen nicht opulent und gigantisch sein, aber da sind ein paar sehr einfallsreiche Sachen dabei. Apropos Preise, die haben auch schon einige abgeräumt. Uiuiui, ich sehe auch gerade. 2002 für Kinder und Jugend, 2003 zweiter Platz Gesamtformation, 2005 zweiter Platz Gesamtformation und 2009 erster Platz Gesamtformation. Und 2011. Sie stellen eine dionysische Komödie dar. Schwieriges Wort. Es geht also um Verlangen und wahrscheinlich auch um Wein. Dionysos ist ja ein sehr weinlastiger Mensch, denke ich. Und ein Mensch ist schwierig. Egal. Das sind Kleinigkeiten. Und das bedeutet eine kritische Betrachtung auf die vom Konsum halluzinierende Gesellschaft. Also auch eine sehr politische Angelegenheit. Und Kopfhörer, sehr wichtig für alle Menschen, gerade für die kleinen die Besucher, gerne ihre Ohren noch behalten wollen. Unsere fallen bald ab, weil da so Draht hinter ist, damit ihr uns hören könnt. Aber bis jetzt geht's eigentlich noch. Da sind wir auch schon ein Spiegel. Und Konfetti. Konfetti-Fanfaren. Fanfaren hören wir auch gerade im Hintergrund. Es ist der perfekte Karneval der Kulturen hier im Alex TV. Und wenn ihr uns sagen wollt, wie perfekt der doch ist, könnt ihr auf facebook.de/ jetzt musst du mir aushelfen. Alex Berlin. Genau gehen und uns genau das sagen. Wir werden uns riesig freuen, wenn das passiert. Hier anscheinend noch ein Teil der Performance, die Musik ging nochmal los und es folgt auf die Comparsa Chamanes, die das jetzt gerade sind, Hupla Berlin. Das ist dann Hula-Hoop-Kultur, aber bis dorthin gibt es noch ein Interview hier beim Karneval der Kulturen in Berlin bei Alex TV. Auch wenn wir normalerweise beim Karneval der Kulturen aus dem Rahmen fallen, bleiben wir heute mal drin. Neben mir steht Fabian von Comparsa Chamanes. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Fabian, ihr habt ein sehr interessantes Motto, und zwar die Industrialisierung des Verlangens. Was hat es denn damit auf sich? Na, ich denke mal, die Industrialisierung des Verlangens ist einfach die Gesellschaft, wie sie heute dasteht. Und dass man vielleicht manche Sachen hinterfragen sollte. Aber ja, und Karneval kommt noch da hinzu. Also es hat sehr viel Spaß mitgemacht, es mitzubauen. Und es war ein schönes Projekt. Wie lange habt ihr jetzt an eurer Vorbereitung gearbeitet? Wie lange hat es insgesamt gedauert mit Kostümen und Wägen und allem? Ich denke mal 6 Wochen mindestens. Also intensive Arbeit, ja. Es war schöne Arbeit, hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, da ist man dann auch bestimmt froh, wenn der fleißige Fleiß dann eingeflossen ist in die Arbeit. Von mir ist auch der fleißige Fleiß, alles klar. Ja, alles klar. Okay, bis dann, ciao. Ja, schönen Abend.